weiter geht's zu den neuen. Ah, cool. Neue Pokémon. Aber nicht für uns heute. Weiter geht's. Wir sind vom Trainer. So, Flampion. Okay, die Gala-Form. Halt, als Eis-Pokémon. Die beiden Videos haben wir ja schon in der Arena kennengelernt bei Mel. So, und jetzt hat sie ein neues Pokémon, was wir hier noch nicht gesehen haben, nämlich Blubella. Ein Pflanzen-Pokémon, deswegen gehe ich da drauf auf. Libello. Blubella ist wohl einer der weiteren Videos von Blubella. Noch mit Sonnenstein. Das war halt tatsächlich ein paar Karten überlegt. So. Libello und gerade bei Level 45. So, die Tänzerin ist besiegt. So. Jetzt war das Zirchester Bucht. Und guck mal, wer da steht. Team Yell. Hatte mich eigentlich schwer. Hätte mich schon gewundert, wenn die mal wieder nicht aufgetaucht werden, ne? So, wir lassen die mal das Bike fahren. Klar. Das heißt, für Nasen wie dich und auch für alle anderen Route ist der Route 9 tabu. In anderen Worten, ihr könnt nach Hause fahren, ja. Wir fahren die Miel, feiern kann man total. Sie ist sie an, das ist nicht einfach großartig. Dann lassen wir es auch nicht zu, dass irgendwer stört und nur um auf ihm über das Wasser geschippert zu werden. Das ist mir schon klar. Deshalb also versuche ich euch ja die ganze Zeit zu erklären, dass ich das Rotumrad meine Funktion ergänzen kann, da die es über das Wasser fahren lässt. Du kommst wie Gruffer redet schon wieder. Wieder Zeit, bevor wir wiedersehen. Klingt doch was gut bei dir. Weiß schon, wie ich dir das Rotumrad geschenkt habe. Sei doch bitte so gut, verpasst diese gut bei eine Lektion. Ja, du wirst kein Hack, war klar. Du schützt das Verhältnis wie dir. Also, hier verliere ich als Endstation. Okay. Die zwei wollen also mal wieder auf die. Die beiden wollen mal wieder auf die Software. So, Geradax. Da geht der Knuddler. Das ist gut. Oh, kaputt. So. Schlaffel 44. Energieball. Oh ja. Energieball. So. Ja, ich bin fertig, danke raus. Ich habe den Galopp mit fertig, danke schön. Pandagro. Da könnte das tatsächlich wieder mit Knuddler klappen. Ich habe also den Kiefer schon wieder Kampf und den Umlegt. Ja. Scanpack. So. Gut. Und tschüss. Die wollen sich jetzt vom Acker machen, die Jungs. Die werden wir wiedersehen. Keine Sorge. Puh, das hat mir gerade schon wieder geholfen. Lass denn das, genießt du das Thema Treffer? Ja, toll, wenn man dem Rotorrad auch was Rad fahren könnte, oder?
Tja, du hast Glück, wenn das, damit du genau das tun kannst, werde ich jetzt etwas für dich modifizieren. So, ich habe ein Unterbrett bekommen, wir können jetzt über das Wasser fahren. So. So, die Mantags, cool. So, ich werde mich mal ein bisschen angucken, weil hier gibt es ein paar Items zu finden. Hier wieder hoch heilen. Ob ich der Arzt sich einfach auch heilt. So. Das ist ein Trainer. Den nehme ich aber noch mit. Halt, hier blieb. So, den nehme ich gerne mit dem Trainer hier oben. Immer noch ein Item. Ich habe einige Items verpasst, die ich gerade. Die rote hat einfach. Oh, was ist das denn jetzt wieder für ein neues Vieh? Ein K-Octo. Okay, Kampf-Pokémon scheinbar. Kampfwasser, glaube ich. Ja. Die Vorentwicklung hat sogar noch einen etwas lustigeren Namen. Die werden wir dann aber noch kennen. So. So, und nebenbei, die Vorentwicklung heißt sie uns. Hat den lustigen Namen Kloptopus. Ja, können wir auf Route 9 fangen. Also, ja, ein paar witzige Namen haben sie schon. Das ist doch ein Kampfwasser-Pokémon sein. Oder Heilerkampf, ich weiß es gar nicht. So. Können wir hier oben weitermachen, weil ich hier oben nochmal Items sammeln will. Eigentlich. Oh, ein Mantips. Die hätten wir Vorentwicklung von Mantax. Folge, wenn wir sowieso noch über die gute neue Liebe sind, mit durchgucken. Ey, cool, jetzt irgendwie nochmal, auch nochmal einen Arena-Kampf einzuschlagen, anzuschneiden möchte ich nicht machen. Das machen wir dann wirklich in der nächsten Folge oder in der nächsten Folge, ja, geht. So, weiterer Schwarzgurt fehlt einem Karadole. Sein, da hat er seinen Angriffswert. Aber jetzt ist es weg. So. Testo. Pokémon. Wir sind zwei von denen. Und tschüss. Der Schwarzgurt ist besiegt. Jetzt kurz hier oben mit den Items rum. Hier oben ist irgendwas liegen. Da oben. Ein Sonderbonbon. Das, was ich tatsächlich eigentlich haben wollte, wenn man das jetzt in den kennt man, oder? Das Wichtige ist. Da ist noch ein Item. Diese komische
rote Leber. Kann man auch immer gebrauchen. Ja, dann haben wir das da oben. Oben links und da oben rechts müssen noch Items sein. Nee, aber so ein blöder Wal, der versperrt mir gerade die Sicht. Dann haben sie mal so den Weg. Eine Riesenperle. Und da geht übers noch eins. Hier. Noch eine kleine Perle. Warte mal. Halt. Kann ich da oben lang? Nee, kann ich nicht. Schade. Aber ich muss in diese Bucht rein. Ich weiß, dass wir daher gekommen sind, aber da ist noch ein Item. Linse. So, dann habe ich hier um die drei Items weg. Da hinten bei dem Trainer war noch eine. Und zwar hier vorne irgendwo. Hier ist hier der Trainer. Hier oben ist noch ein Item. Diese Rest. War's gut. Okay. Das tut hinweg. Und dann sind eigentlich hier unten noch 1, 2, 3, 4, 5 Items und. Boah, ein paar Trainer noch. Pokémon ein bisschen auffrischen. Also wir waren auf dem gleichen Level, das ist gut. Ich mach mal kurz mal. Wir gehen wieder zu Fuß. Und hier ist ein Item, Tauchwelle. Ich guck gerade, wo ich jetzt gerade hier stecke. Ja, hier unten, okay. Ein neues, ein Geschenk bekommen wir, und zwar die TM45 Taucher. Okay, So, dann haben wir das Rad da wieder. Warte mal, hier oben ist doch noch ein Teil, oder? Weil hier neben ist ein See und da muss noch ein Item sein irgendwo. Nicht ein See. Das ist kein See, sondern Gras und hier gibt es noch einen Trainer. Den ich vorher übersehen habe. So, Balderfisch. Baldorfisch. War mal. Also hat sie mich noch einen, okay. Kufa. Oh Gott, was hast du denn wieder? Irgendwas Wasserartiges. So. Wir können jetzt die Fotos von diesem Spitzenbild sein. Magenkrämpfer. Okay. Das ist. Dann haben wir das auch. So. Item. Kommt hier unten so ein Trainer? Und hier ist hier rechts dieser.
Also ein paar Sachen sind auch hier auf jeden Fall. Oh, Austos, das kennen wir ja schon aus der Arena. So, ist paralysiert und kann nicht angreifen, sehr gut. Austos weg, sehr gut. Also die Erfahrungspunkte, die kann man relativ gut gebrauchen. So. Gut, dann sind wir jetzt hier. Dann müssen wir jetzt hier hoch. Ich werde verfolgt. Ey, das wird eng mit zwei Wahlen von dem komischen Oktopus da. Keine Chance. Ein Schützer. Okay. Also, was ist denn hier los? Hilfe! Hilfe! So. Gut, dann haben wir das Item geholt. Dann haben wir das Trainer hier. Dann müssen wir hier runter. Das sind noch mehr Pokémon. Ich weiß nicht, ob wir haben so mehr Items. So ein Trainer vor allen Dingen. Die Trainerin und dann muss darunter noch rechts noch ein Item sein und dann sind wir eigentlich hier drin, glaube ich, fast fertig sogar. Ich hoffe, dass ich da oben das Item mitgenommen habe. 1, 2, 3, 4, fest auf 5 oder 6 Items. So. Tschüss, Remoraid. Hillary, die Weiterentwicklung. Ist die Weiterentwicklung von Remoraid? So. Okay, die Hagelquelle haben wir jetzt nochmal. Muss ich nochmal angreifen. 45 Stapfel. Und Mantax. Für den Mantax sollte ich das kurz überlegen, das fällt ein, fällt direkt hoch. Und was auf die vierfach Fläche, Feierabend. So, dann haben wir das auch. So, da ist noch der Baum. Trainerin. Bin ich jetzt dort wahrscheinlich? Nee, warte, wo bin ich jetzt hier gelandet? Doch, da oben, ja. Jetzt hier unten das Item. Laut. Wie ist gerade, aber ich weiß nicht mehr. Doch, hier ist es. Ein AP Plus. Vielleicht steht. Okay. Gut. Ich bin jetzt auf dem Weg hoch wieder. Genau, der Trainer hier oben und der hat auch ein Item hier irgendwo liegen. Da ist es. Ein normaler Juwel, okay. Ja, Route 9 gibt es tatsächlich viel zu sehen, muss ich sagen. So, hier haben wir noch einen Schwimmer. Dann fehlt es wahrscheinlich so auf das eine Item, was links sein könnte. Loser Dieb.
Mahlstein. Aua. Der Fisch war jetzt zerstreut, okay. So, dann machen wir einen Wagenrubler. Hier, Feierabend. Donner Blitz, Donner Feuer, Donner Zahn, irgendwo in die Richtung. Da kommt immer noch irgendwas. Weil dort. Gut, danke, was wohl. Schlappel. So. Energieball. Aua. Bin ich weh. Okay, weil er hat keine Songs. Keine Ahnung, ob man mit Sprungfeder lernen. Ah ne, das ist Lualo. Auf jeden Fall mal eine neue Attacke. So, jetzt müsste man eigentlich nicht mehr viel haben. Hier oben ist immer noch eine Bucht oder so, da gibt es noch ein Item. Ja, und zwar der TM. Und zwar die TM 22 Steinhagel. Sehr gut. Die kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen, vor allem gegen Flug-Pokémon. So, dann haben wir noch hier unten die letzte Bucht, wo wir dann abschieden. Noch ein Trainer. Den nehmen wir noch mit. Das war der letzte Trainer hier auf dieser Route. So, wir sind auf die drei Items und dann sind wir durch. Und zwar ein Hagros Stella hat sie. Müsste Wassergift sein. Schuss. Okay, es reicht tatsächlich, um weiterzukommen. Mal irgendwie zu verlieren. So, tschüss, Agusella. Und das war's. Sie hat nichts mehr. Die letzte Trainerin ist besiegt. Jetzt aber nehmen wir uns noch die letzten Items ein. Wenn ich sie nicht schon hab. Eins. Zum Elixier. Ah, hier. Diese Klopfopus da. Sehen Sie. Die Verwirrung von den Wald. Von dem komischen Oktopus da. So. Hab ich da nichts mehr? Scheinbar dann doch. Warte mal, da liegt doch was. Eine Riesenperle nochmal. Da muss hier irgendwo noch was sein. Da. Und nochmal eine Perle. Gut, dann sind wir durch. Ja, hab's geschafft, liebe Leute. Route 9 ist komplett erkundet. Wir haben alle Items eingesammelt, alle Trainer besiegt. Und dann können wir als nächstes das Bike von uns aufmachen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder in der nächsten Folge bei Let's Play Pokémon Schild.